Ey, ich glaube, das geht alles. Was steht da? Grulk? Grulk. Hier ging es gerade irgendwo hin. Boah, das wird schon wieder so kompliziert. Hier kommst du nur rein, wenn du meinen Namen rätst. Ich glaube, das könnte der Name sein, aber... Oh, ich möchte erst Dinge sammeln, weil ich weiß, hier gibt es viele... viele Sachen. Haben wir den richtigen Schlüssel schon? Es sieht nicht gut aus. Doch. Eine Spieluhr. Oder so, würde ich jetzt sagen. Hier kommst du. Ach so, hier kommen wir her. Da kommen wir auch her. Dann gehen wir jetzt erstmal hier irgendwo zurück und gucken mal, was wir noch so finden. Ein Lebkuchenherz oder so. Klick mich an, wenn du dich traust. Okay. Macht ihr das jetzt immer? Was ist das hier? Klick mich an. Klick mich an. Okay, das ist einfach nur so aus Scheiß. Wir haben schon relativ viel jetzt in diesem Hier kommst Abschnitt du nur gefunden. Rein, wenn du meinen Namen rätst. Das war genau richtig. Rätst vor allem. Ich gebe ihnen einfach einen Zettel. Richtig lost. Hey. Kann ich dem hier irgendwas andrehen? Ist das richtig? Nee. Es muss die richtige. Der ist falsch. Vielleicht der? Das klingt nicht besonders schön. Nee, ne? Nochmal. Das besser. Ah, jetzt habe ich es aber. Ja, das ist ja, so. Ja, das ist hübsch. Und weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang war das? Also das kam mir als Kind immer ewig lang vor. Aber ich glaube, ich war auch... Hier kommst du nur okay, rein, hier ist schon der nächste Kollege. Auch so schwierig hier durchzufinden. Hä? Hier muss es, also hier muss es immer so zwei, drei Sachen geben, die man finden kann, glaube ich. Hier geht's auch nochmal. Ah ne, hier kamen wir her. Deswegen, auch wenn ich die Tür finde, wo der Typ ist, wo es weitergeht, muss ich oder will ich auch hier noch ein bisschen suchen in diesem Labyrinth. Boah, ich glaube, wir gehen hier schon im Kreis. Hier kommst du nur rein, wenn ich einen Pfefferkuchen kriege. Den habe ich aber. Das war ach, genau wir richtig. Gehen jetzt einfach mal jetzt weiter. Jetzt ist die Tür immer für dich offen. Wir gehen einfach mal weiter und vielleicht haben wir ja gar nichts verpasst. Ujuhu! Tschüss! Doch, ich glaube, wir haben was verpasst, weil da muss ich augenscheinlich irgendwelche Zahlen eintippen, würde ich jetzt behaupten. Da waren ja drei Zahlen und ich habe absolut keine Ahnung, was für Zahlen das ist. Ich habe auch nichts hier mit Zahlen, oder?
Nö. Das heißt... Ach ne, hier kamen wir wieder her. Ich muss diese Zahlen erstmal finden. Boah, ich habe keine Ahnung. Also gerade bin ich richtig lost. Oh, da kamen wir wieder her. Oh Mann, immer... Schwierig. Ey, wir landen immer an der gleichen Stelle. Da, Zahlen. Zwei, kann ich jetzt einsammeln? Nein, kann ich nicht. Dann muss ich es aufschreiben eben. Nicht, dass ich es vergesse. Also, die Zahl ist 2, 5, 3. Jetzt muss ich natürlich entweder noch was finden hier in diesem komischen Gang. Oder zumindest finden, wo dieser Typ war. Ah, da ist er. Okay, gehen wir mal rein. Also 253, wie geht denn das hier? Ui, oho. Ui, ui, ui. Nee. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. 3 muss hier stehen. Ui, ui, ui. Das ist irgendwie kacke. Ui, oho. Okay, 5, 3, 5, 3. Ach, das ist ja einfach. Das ist das so? Das war ja jetzt ein Witz. Tschüss. Tschüss. Okay, das war leicht. Als Kind kam mir das so schwer vor. Ey, wisst ihr, was ich da... Der hat ja an so einer Wurzel gezogen. Und als ich glaube, als kleines Kind dachte ich, das wäre Mathematik Wurzel ziehen. Im Ernst. Hier ist der Gärtner nicht. Aber wenn du mir was Schönes schenkst, darfst du trotzdem hier suchen. Ach, wir suchen vielleicht den Gärtner? Vielleicht gibt es hier was. Okay, aber da komme ich nicht lang, anscheinend. Dann gucken wir mal weiter. Vielleicht finden wir den Gärtner, ja, oder was auch immer. Warte mal, da will ich abbiegen. Oh, eine Kette. Könnt ihr die das vielleicht wollen? Wenn ich die jetzt nochmal finde. Die wollte ja irgendwas Schönes, hat sie gesagt. Wenn du mir was Schönes gibst. Ja, wo kommt... Wie war die denn? Ich habe keine Ahnung. Hier ist der Gärtner. Ah, da ist er. Aber wenn du mir such nochmal, wenn du willst. Ah, jetzt kann ich auch weiter. Oh, schon wieder ein Schloss. Haben wir den Schlüssel? Ja. Öl? Was soll ich mit Öl? Naja, egal. Werden wir vielleicht noch brauchen. Den Bleistift haben wir auch noch nicht gebraucht. Naja, schadet ja nicht. Haben ist besser als brauchen, ne? Hier kamen wir her. Ja, gucken wir mal, was wir noch so für Sachen finden. Wenn du den Gärtner befreien willst, musst du dieses Rad mitnehmen und diesen Zettel. Geh ganz leise, sonst weckst du den Wächter. Was? Ein Rad? Bett? Bett? Ich kann das Rad nicht nehmen. Kann ich einfach reingehen? Okay. Was ist denn hier die Mission? Raus mit dir! Ah! Darf ich die Wände nicht berühren? Oh, das ist mit meiner Maus kacke. Aber ich kann die DPI, glaube ich, einstellen. Okay, ich glaube, das funktioniert bei diesem Spiel nicht. Scheiße. Allgemein bei dem Programm, wenn ich die Taste drücke, passiert gar nichts. Kann das sein, dass man diese DPI-Einstellungstasten bei einem so alten Spiel gar nicht benutzen kann? Boah, das ist aber richtig nervig. Oh Gott. Raus mit dir. Hä? Hab ich gar nicht... Ich hab gar nicht gesehen, dass ich das berührt habe. Okay, nochmal. Okay, diesmal habe ich es gesehen. Oh, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas auch in echt, ne? Wo man dieses Ding durchfädeln muss. Boah, hasse ich so. Ich kann das gar nicht ab. Aber ich muss es schaffen. Komm. Boah, ist das
Vor allen Dingen, es reagiert so ruckelig. Meine Maus ist echt gut, aber ich glaube, das liegt am Game. Oh, fuck. Raus mit dir. Versuch's nochmal. Oh, ist das unangenehm, wenn er das sagt. Nee, du, hier geht's nicht raus. Versuch's nochmal. Okay, ich muss ruhig bleiben, ich muss ruhig bleiben. Nicht schon wieder sowas. Nee, du, hier geht's nicht raus. Versuch's nochmal. Ey, nee, ich will da doch rein. So. Jetzt habe ich es so weit unten angepackt, hoffentlich. Wer versucht sich da an mir vorbeizuschleichen? Raus hier! Ja, Ruhe! Ich brauche meine Ruhe, du Arsch! Sorry. Das sind die Warnspiele und Sachen, die Kinder aggressiv und zu Gewalttätern machen, ist meine Meinung. Oh, das war gerade wieder knapp. Nicht irgendwelche Ballerspiele, wo man einfach nur ein bisschen rumschießt, sondern sowas macht mich aggressiv. Kann ich nicht hier irgendwo zwischenspeichern? Oh, langsam. Boah, fuck. Fuck. Ah, ich glaube, hier brauchte man das Öl irgendwo, ne? Ah ja, sorry, das wusste ich jetzt aus meiner Kindheit noch. Hier hat, glaube ich, irgendwas gequietscht. Ja, und jetzt? Hä? Was ist denn das? Ah, hier muss ich wahrscheinlich Bett eingeben. Ach so, ja, gut. Oder Bett? Ja gut, er schläft, ne? Wird ja dazu passen. Kommt ja auch irgendwann ein E? Da. Ah, das System habe ich verstanden. Ist ja einfach. Und jetzt, weil ich es geölt habe, dürfte es nicht quietschen und er wird nicht wach. Ah, ja genau. Okay. Ich hasse sowas ja, ne? Da bin ich richtig schlecht drin. Ich hasse sowas. Ich bin schlecht in sowas. Ich hasse sowas. Oh, so ein... Ich weiß gar nicht, wie nennt man so ein Spiel eigentlich? Okay, ich denke mal, der muss in die Mitte. Der vielleicht dahin. Oh, ich glaube, ich krieg's hin. Ja! Oh, okay, ich nehm's alles zurück. Danke, dass du mich endlich gefunden hast. Ein schönes Gefühl, wieder ganz zu sein. Das ist der Gärtner, der sieht aus wie Patterson. Komm, wir gehen. Wie? Das war's im Untergrund? Das kam mir als Kind viel länger vor. Hä? Und was macht der jetzt? Das geht ganz prima. Ach, der macht das jetzt. Hallihallo, jetzt geht's los. Ran an die Arbeit. Unkraut jäten und Pflanzen setzen macht riesigen Spaß. Das geht ganz prima. Unkraut jäten und Pflanzen setzen macht riesigen Spaß. Das muss jetzt schnell wie der Blitz fertig werden.
So, ja. Jetzt ist es fertig. Ja, hat keinen Bock mehr. Krass. Haben wir hier noch irgendwas? Also ich gehe davon aus, wir könnten jetzt hier noch diese ganzen Spiele weitermachen. Fleißig Belohnung, also Gartengeräte und Samen sammeln und dann halt Pflanzen anbauen. Was ich mit diesen Pflanzen anfangen kann, weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nichts groß. Können wir denn da jetzt noch rein? Bitte schön, tritt ein. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Ich glaube, wir haben's. Ja, das war der Einblick. Also wir könnten jetzt natürlich weitermachen, aber das ist nicht sonderlich spannend. Das war jedenfalls ein Spiel aus meiner Kindheit und ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal und hören auf zu spielen. Aber geil, also ich finde es cool. Ich werde wahrscheinlich jetzt öfter mal so alte Spiele, die ich aus meiner Kindheit kenne und in meiner Kindheit gespielt habe, spielen, auch wenn die jetzt nicht irgendwie besonders aufwendig oder krass sind. Aber einfach so, wegen der Erinnerung ist es für mich cool und ihr erlebt einfach, was ich früher gespielt habe. Wenn es Let's Plays gibt oder so, also irgendwas mit Spielen zu tun hat, diese Videos kommen bei mir immer freitags online, immer nur eins. Also diese Serie läuft jetzt wahrscheinlich weiter und wenn ich danach noch Bock habe oder so, kommt dann auch vielleicht noch ein anderes Spiel. Auf jeden Fall immer freitags. Ansonsten alle anderen Videos, die in irgendeiner Weise was mit Real Life oder Veranstaltungstechnik zu tun haben, die kommen immer donnerstags. Ja, danke fürs Zusehen auf jeden Fall, für alle, die bis an dieser Stelle da waren. Das wird jetzt irgendwie Part 6 oder sowas gewesen sein, keine Ahnung. Ich denke, ich mache immer so 15 Minuten Abschnitte. Ja, dann kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Winke, winke. Ich gehe jetzt hier noch raus. Ich weiß ja noch gar nicht, ob das geht. Willst du wirklich aufhören zu spielen? Wollen wir. Also Kinder, abschalten. Ja. Tschüss. Abspann. Den gucken wir uns noch an. Und dann abschalten. Wie Peter Lustig früher mal gesagt hat. Okay. Tschüss. Es hört ja immer noch nicht auf. Ich kann das auch nicht wegklicken. Da fliegt der Vogel davon. Feierabend.